Okay. Funktioniert schon das Mikrofon. Super. Also mein Vortrag, CTF, Capture the Flag, Spielerei oder Hacken lernen. Möchte das ein bisschen näher bringen, weil ich glaube, euch interessiert das ziemlich arg, wenn ihr hier seid. Was ist CTFs eigentlich? Im Grunde sind es kleine Hacking-Challenges. Das kann in Form von einer Datei sein, einer ausführbaren Datei, wo man dann schauen muss, was für ein Code wurde da verarbeitet, entweder Reverse-Engineeren. Manchmal hat man einen Quelltext einfach, dass man schaut, wie es programmiert wurde. Das macht es natürlich einfacher. Oder man hat eine Web-Anwendung und sucht in dieser Anwendung dann Lücken, wo das ein Algorithmus falsch implementiert wurde oder wo was nicht beachtet wurde, um die Lücke erstmal auszunutzen und dann die sogenannte Flagge zu finden. Das ist ein kleiner String irgendwo in dieser ausführbaren Datei oder auf dem Webserver, die dann als Beweis dient, dass man diese Sicherheitslücke geschafft hat auszunutzen. Und somit kann man das in das System wieder eintragen und dann die Punkte sammeln. Ob das jetzt schwierig ist? Ja und nein, das kann man selber aussuchen. Gibt es Schwierigkeitsstufen von verdammt einfach, wo man dann wirklich die grundlegenden Sachen lernt, wie der Computer denkt, bis zu Weltklasse schwer, wenn sie dann bei der DEFCON wirklich die Top-IT-Leute jährlich sich treffen und da gegeneinander hacken und versuchen, die Challenges möglichst vor dem anderen zu lösen. Gibt es in verschiedenen Varianten die zeitlich begrenzten Events vom Chaos Computer Club und Chaos Kongress, wo dann über ein Wochenende geht, DEFCON über, ich glaube, auch eine Woche oder Wochenende, wo das sehr kurz begrenzt ist. Dann gibt es natürlich auch online über begrenzte Events. Das dauern dann meistens schon länger, aber da gibt es auch oft einfach nur ein Wochenende, wo man dann versucht, diese Challenges zu lösen. Jetzt bei Google. Bei Google haben wir jährlich auch ein Angebot, gibt es aber noch viel mehr. Das Ganze gibt es länger verfügbar auch. Gerade zum Einstieg ist das deutlich entspannter, wenn man es nicht ein Wochenende durchpowern muss, sondern einfach, wann man Zeit hat, nachmittags an der Schule, einfach anfangen kann. Auch in Google Capture the Flag, die haben einen Beginner-Abteil quasi, wo man deutlich einfachere Aufgaben lösen kann. Pico Capture the Flag, das ist von der Uni, das ist von der Uni in den USA, die haben das angeboten, wo die Studenten das jährlich auch wieder neue Challenges machen. Und Hack the Box, das sind schon dann knackigere Aufgaben. Aber auch gerade bei dem Google muss ich dazu sagen, die normalen Challenges, da habe ich auch noch keine geschafft, da bin ich auch noch völlig bei den Beginnern. Aber je nach Plattform und Punkteanzahl, die es dann auf die Challenge gibt, sind die unterschiedlich schwer. Pico Capture the Flag würde ich da als erstes nennen, wo man anfangen kann. Die sind die einfachsten, soweit ich weiß. Im Grunde macht es einfach Spaß, aber man hat auch was davon, Erfahrung und Übung. Und das ist nicht nur zum Knacken von der Software, so yay, ich habe es geschafft. Was natürlich ein Riesengefühl ist, wenn man so denkt, ja geil, saß man da Stunden dran, hat es geschafft. Aber es bringt auch sehr viel, um selbst die Fehler nicht zu machen, wenn man jetzt eine Webanwendung programmiert und weiß, was schiefgehen kann und wie das ausgenutzt wird, wie der Hacker in diesem Fall denken würde oder müsste, um das zu finden und auszunutzen, kann man sich davor schützen und selber halt denken, hey, ich escape den String, bevor ich ihn da hinschreibe, dass diese Lücken eben nicht auftauchen, wenn man so macht. Ich bin dazu gekommen über YouTube. Da gibt es gute Kanäle, die ich viel schaue, die das super erklären, gerade auch einsteigerfreundlich, auch gerade Live Overflow super animiert und das richtig gut erklärt. Das sind jetzt zwei Videos, die ich da mal verlinkt habe. Ich denke, ich werde die Präsentation später öffentlich machen, dass jeder die Links dann noch hat. Einmal erklärt er allgemein, was Capture the Flag sind. Das ist ein halben Stunden Vortrag. Macht er auf Englisch. Und dann noch sein allgemeiner Kanal. John Hammond ist auch ein englischsprachiger YouTube-Kanal, der viele so einfache Aufgaben macht und einfach zeigt, wie er macht. Und das Schöne ist daran, man sieht einfach auch die Lösung
wenn man jetzt gerade zum Reinkommen die Denkweise, welche Werkzeuge die verwenden, und man erkennt, kriegt gleich die Erklärung, dass man versteht, was abgeht. Mit denen habe ich angefangen, bis ich dann selber irgendwann mal gedacht habe, hey, jetzt suchst du auch mal, wie das, wo man das denn macht und wie das geht. Und für den Einstieg würde ich euch die Seiten empfehlen. Einmal Pico Capture the Flag, wie ich gesagt habe. Das sind mal die am einfachsten. Aber auch da werden die Aufgaben schnell schwerer. Dass ich auch sehr knackig dran bin, bin jetzt nicht so gut, aber es macht einfach mächtig Spaß. Bei Pico Capture the Flag, da gibt es auch eine Story dahinter von Darknet Diaries. Das ist so ein Podcast, der das auffasst, wie ein Team von der Uni das angefangen hat, das sich für sich entdeckt hat und dann irgendwie jedes Wochenende jahrelang diese Capture the Flag Challenge gemacht hat, sind da wirklich vor Ort gewesen an lauter Challenges, bis sie sich selber mal gedacht haben, hey, das machen wir für Einsteiger, so eine Seite, und daraus wird dann Pico Capture the Flag. Und das in dieser einen Episode von diesem Podcast sehr gut erzählt und auch mit dem Gründer von denen gesprochen. Fand ich sehr interessant, vor allem wenn ich davor auf dieser Seite gespielt habe, und die Story dahinter war sehr inspirierend. Hack the Box, auch eine super Seite. Die ist, da gibt es dann auch Plattformen für Unternehmen, die dann Leute suchen, die das eben können, um in diesen Sicherheitsbranchen Leute zu rekrutieren. Und bei Google gibt es auch, wie vorhin schon angesprochen, diesen Einsteigerbereich, bei dem das deutlich einfachere Aufgaben gibt, wo dann eben auch mehr Spaß macht zu lösen. Natürlich, am Anfang wird man sehr oft scheitern. Das ist wichtig und gut. Man darf sich davon nicht aufhalten lassen, das ist so. Und am meisten lernt man, wenn man gerade so die Aufgabe schafft oder gerade so scheitert, wenn man genau an dieser Grenze ist, was man noch kann, weil dann kann man nach dem Event einfach nachschauen, und die Lösung gibt es dann immer im Internet. Man könnte davor auch spicken, aber das bringt einem dann erstmal nicht viel. Aber wenn man sich selber zuerst reindenkt und dann merkt, hey, sich aufschreibt, was man vielleicht probieren würde, aber nicht weiß, wie es geht, dann kann man im Nachhinein die Lösung anschauen und dann sagen, ah, okay, der Ansatz war gut, da hätte ich weiterdenken müssen, der andere hätte mir zu nichts gebracht. Und wenn man genau an der Grenze ist, da lernt man einfach am meisten. Also wenn man zu einfache Sachen macht, hat man keinen Spaß. Man kann zwar Punkte absahnen, die sind dann nicht so viele Punkte, aber man kriegt dann schon Punkte in den. Aber es geht ja nicht um die Punkte, sondern dass man was lernt und Spaß hat. Und wenn man die einfachen, zu einfache Aufgaben macht, dann macht es halt nicht viel Spaß auf die lange Zeit. Aber genauso, wenn man die zu schweren macht und einfach so dran, keinen Plan, bringt einen auch nicht viel weiter. Also, und das Schöne ist eben, dass es Aufgaben wirklich für jede Schwierigkeitsstufe gibt. Das einfachste Beispiel, wo ich jemals drüber gekommen bin, war einfach die Frage, welches die rotere Farbe ist von diesen dreien. Ups. Hier. Also das sind einfach die Hex-Farbwerte. Und es gibt auch viele solche Aufgaben, wo man einfach nur mit dem Netzwerk zum Beispiel normale TCP-Verbindungen aufbaut und binär einfach Zahlen umrechnet, dass man grundsätzlich die Idee kriegt, wie der Computer denkt, wie die ticken. Und das ist jetzt auch so ein Beispiel, das sind die Hexwerte, die kennst du ja vielleicht schon von CSS oder so. Hat jemand schon eine Idee, was die roteste Farbe ist? Ja? Genau, das ist hier aufgeklärt, ihr kennt es vermutlich, rot, grün, blau Wert, und EB ist zwar hoch, am höchsten, die sind recht klein, und dann ist es ziemlich rot. Man kann das natürlich dann auch nachschauen im Internet, einfach die Farbwerte angeben. Ich glaube, Google spuckt einem da selber gleich die Farbe aus. Aber das war ein sehr einfaches Beispiel. Aber man lernt halt gleich, wie das Hexadezimalsystem funktioniert und dass man auch E als hohe Zahl erkennt. Das B ganz rechts ist auch sehr hoch, aber dann geht es mit B in der Mitte weiter, was ja auch hoch ist, also ist eine sehr blasse Farbe. Und F, blau, noch höher, das ist ein ziemlich blasses Blau.
Was schon schwieriger ist, ziemlich grübeln, das muss ich gerade mal hersuchen, das habe ich nämlich gerade offen. Na, das war die falsche Seite. Ja. Ich dachte, die hätte ich offen gehabt. Nicht suchen. Da haben wir sie. Bin ich einmal im Handy drüber gestolpert, habe mir gedacht, hey cool, die fordern einen dazu auf, die Seite zu hacken und sich da selber einzuladen. Fand ich mega Idee, dass wenn man sich in diesem Forum anmelden will, dass man sich erstmal den Einladecode knacken muss. Ich werde jetzt nicht verraten, wie es geht. wir wollen ja jetzt den Spaß nicht verderben, wenn es jemand probieren will. Man kann sich den Spaß natürlich selber verderben und googeln. Gibt es genug Leute, die das schon gemacht haben. Und im Endeffekt muss man das sich mit den DevTools auseinandersetzen und schauen, was passiert denn da im Endeffekt, wenn man den Code abschickt. Und kann man das irgendwie umgehen oder kann man den Code erraten, der da gültig ist, dass man dann auf die Registrierungsseite weitergeleitet wird. Es gibt natürlich auch verschiedene Ansätze, wie man da hinkommt. Und das große Konzept von dieser Seite ist Think outside the box. Und das passt ziemlich gut zu CTFs, weil man einfach auf so Standardwegen hat man zwar Checklisten, was sicher und wichtig ist beim Programmieren, aber wenn man eben außerhalb der Box denkt und sich überlegt, was kann sonst noch schiefgehen, kommt man deutlich weiter mit so Problemen und suchen, wie man irgendwo vorbeikommt an diesem Invite-Code zum Beispiel. Weiteres gutes Beispiel, kann man hier auch? Pico Capture the Flag, wie schon gesagt. Das habe ich auch schon offen. Da, wenn man sich angemeldet hat, sieht man, das ist auch mit Story aufgebaut, da gibt es dann so ein Browser-Game tatsächlich, wo man rumlaufen kann und verschiedene PCs dann interagieren. Und hier auch eine Übersicht nur von den einzelnen Problemen, wo man quasi hier fängt es dann richtig an. Das ist der Anfang von diesem Spiel, wo das eine Story drumherum erzählt. Aber hier auch erstmal was Einfaches zum Warmwerden. Die Zahl 42 in Basis 10 in Binary. Also einfach mal diese Zahl umrechnen in das Binärsystem. Das kann man sehr schnell lernen und es bringt einen dann für spätere Aufgaben sehr viel, weil irgendwann braucht man es dann, wenn man irgendwie dann die Assembler dann programmiert und dann schon mit Hexadezimalzahlen und Binärzahlen dann auf diesem Level arbeitet. Und das Schwerste, was ich dann schon geschafft habe, waren dann irgendwie so, also es fängt eben an von diesen super leichten Aufgaben und man kann in verschiedensten Bereiche was lernen, ob es jetzt Web-Anwendungen sind, ob das dann man SQL-Injections versucht oder Buffer-Overflows, Stack-Overflows, wo man dann alles hier lernen kann, wo dann die Programme besonders klein gehalten sind, dass sie nur diesen Fehler enthalten, dass man speziell den erkennt und eben lernen kann. Ich denke, zeitlich sind wir bei der Viertelstunde. Okay, dann hören wir jetzt auf, dann machen wir kein Beispiel mehr.